Hallo und herzlich willkommen, Alone ohne Maren. Nein, ich bin da, keine Ahnung. Boah, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt die Dezibelzahlen ein bisschen umgestellt, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu laut rede. Ups. Die Steuerung. Also bei dem Spiel erstens ist die Steuerung für den Arsch, deswegen wollte ich das Spiel eigentlich gar nicht spielen. Welcome to Hell. Yo, willkommen in der Hölle. Hallway to Hell. Nur so als Tipp, ich habe keine Ahnung. Ja, alter Mädel. Warum kommt das Mädel jetzt schon? Weiß ich nicht. Futze. Also nur mal so als Tipp, ich habe keine Ahnung, was er sich da jetzt rausgesucht hat. Ich habe das Spiel vorher noch nie nicht gekannt. Ich finde das Spiel doof. Ich finde das Spiel doof. Boah, die Steuerung. Ich kenne das nicht. Die Steuerung ist für den Arsch. Noch nie von gehört. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Oh, die war daneben mir gerade. Was kommt? Das wird eher so eine kleine Runde, dieses Spiel. Ja, ganz kurz. Ich lag gerade im Hintergrund nebenbei. Nee, das verrate ich nicht. Das ist ja sonst Überraschung weg. Vor allem für mich. Weil ich habe immer noch keine Ahnung. Oh, Moment. Simpsons, geil. Mann, Bild von den Simpsons, ist das so geil? Ich hätte leck stehen geblieben, aber diese Fotz, die Frau ist hinter uns. Diese ganzen Kraftausdrücke kommen immer schlecht. Nicht gut. Jetzt hatte ich Angst. Wo soll die sonst schreien? Alter. Ja, ich spiele das gerade im Fenster leider. Weil die Grafik, die ist ja so dermaßen geil. Ja. Das ist auch mein PC. Wie man das sieht, diese hochauflösenden Wandtexturen, die sind einfach übertrieben. Aber echt. Das Paket ist schön. Oh nein. Oh! Mädel. Ich sehe nichts mehr. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Das ist die ganze Zeit in dem Kack-Game hier. Was ist das? Oh, Buggy-Band. Ja, das Spiel ist nicht so total aufgereibt, sagen wir mal so. Wir haben Madonna gefunden. Nee, war es Madonna? Ist sie so? Mona Lisa. Mona Lisa, genau. Madonna doch nicht, Mann. Ja, denkst du, Kunst ist nicht so meins. Das hat nichts mit Kunst zu tun, das ist Allgemeinbildung, Schatz. Madonna? Wer war denn nochmal bei... Ach, Madonna war die andere da, diese... Ja, das war... Hier. Popsängerin. Genau. Und irgendwie auch noch eine Gottheit irgendwie. So scheiße labern würde ich nicht, wenn ich gerade nicht am Zocken wäre. Ich kann schon gerade auf die Steuerung hier konzentrieren. Verdammt. Dafür bin ich ja da. Nein, hier bin ich falsch. Jetzt sehe ich wieder nicht. Und tot. Das ging schnell. Willst du mal spielen? Nein. Damit die Steuerung. Das escalated quickly. Gut. Ja, das andere Spiel ist gerade zur Hälfte, also es wird... 5 Minuten dauern ist das andere Spiel da. Ja. Können wir warten? Kannst du warten? Ich kann warten. Gut, weil die müssen ja nicht warten. Für die ist ja schon zusammengeschnitten gleich. Wir können auch einfach jetzt so 5 Minuten. Du bist durch. Fertig. Immer wenn wir anfangen, müssen wir erstmal lachen. Ja. Tweetout. Kennen vielleicht da schon einige, die auf meinem Kanal waren. Meine, nicht? Genau, sie kennt es nicht. Ich habe jetzt versucht, das Mikrofon, das ist ein bisschen problematisch mit dem Mikrofon, ne? Ja, ein bisschen. Ja, wir gucken mal. Die Spiellautstärke zu laut ist, muss ich gleich lauter, leiser drin, weil das Mikro verträgt sich sonst. Guck mal, alles mögliche an Kabel hier. Also es sollte jetzt mal mit Mikrofon sein. Ja. Das war auch schon ein Spiel, ich werde aber kurz mal eben... Also einfach mal so reingeschmissen. Mein Menü, das ist wie ein normales Menü. Ich kann mir eben zu tun. Alter, die Maus hängt nach. Das darfst du nicht sagen. Wie juckt das? Also D, Shift ist Rennen. E, ja gut, das ist die Standardsteuerung. Wir vertrauen aber immer auf die Lautstärke, oder? Ja. Wenn nicht, lässt sich ja noch machen. Es gibt nichts, was sich nicht ändern lässt. Boah, Alter. Sind immer bei jedem Spiel ist es immer verschiedene Steuerungen. Ich würde sagen, krieg mal dein Handy erstmal. Ja. Die lernen wir im Vollvision besser kennen. Danke für das nette Gespräch. Oh, ich hab mich jetzt voll erschreckt. Ich muss da erstmal drauf klarkommen. Also das fand ich echt, ehrlich gesagt, nicht gruselig. Das war auch nicht gruselig. War nämlich vorhersehbar. Wollen wir nachher einen Horrorfilm gucken? Nein. Wollen wir nicht. Warum nicht?
Ich kack mir da in die Hose. Ja, ja, klar. Wenn du hier im Spielen keine Angst hast, dann kackst du da auch nicht in die Hose. So, im Spielen weiß ich, was passiert. Erstmal abchecken. Die Maussteuerung, ne? What the fuck? Was sieht das denn jetzt hier alles aus? Boah, fettiger LSD-Trip. Alter, was hat die genommen? Ne, das ist mal, wenn wir sterben, landen wir hier. So. Ich wollte gerade sagen, so viel haben ein Fotoapparat geschnippelt. Boah, grad hell. Das ist gerade die einzige Lichtquelle hier in deinem Zimmer. Ja, ich mag nicht Licht anmachen. Es sei denn, du willst. Nee. Gut, brauchst mich nicht sehen. So oder so. Jo, jetzt läuft flüssiger hier. Juhu, so muss das. Tür auf. Ach, du bist ja wieder hier. Ja, ne? Ich lauf noch ein paar Mal von Raum zu Raum. Ah, alles klar. Muss ich ja erstmal auskennen in der Wohnung, ne? Ich kenn mich schon aus. Ja, ja, klar doch. Ich weiß, wo dein Zimmer ist. Da oben ist die Slampe. Ja, ich renne einfach vorbei. Vorbei rennen! Lauf, 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 lauf. Bevor wir sterben! Weil roter Rand ist nicht gut. Heißt, wir sind gleich tot. Ist das nicht bei jedem Spiel so? Es geht. Hä? Warum kommen wir hier nicht durch, Alter? Ich sag mal, Alter, das nervt manchmal. Ach was. Ach was. Genauso wie oft ich immer ach was sage. Ach was. Ach was. Ach was. Ich hab mich schon gewundert, dass ich keiner darüber aufmerksam bin, dass ich die ganze Zeit auch was sage. Also mich stört's nicht, weißt du? Ja, noch nicht. Jetzt habe ich dich darauf aufmerksam gemacht und jetzt. Ich habe so viele Kumpels, die labern, laufen nur. Ach was, ach was, ach was. Ach was, ach was. Außerdem, wo muss ich hin? Ach was. Ach was. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Ach was, nein, hör mit. Die blöde Hunde, ist sie noch da oben? Also in solchen Games ist manchmal. Versuch mal ein Game zu finden, wo du vernünftig weißt, wo du immer hin musst. Ja, ich habe das schon mal gespielt, also ist nicht. Ja, trotzdem. Alter, hier gibt es einen Wechsel von warm zu kalt, das ist immer. Natürlich! Hier durch. Wie soll ich das jetzt kaputt hauen? Mit dem Händen. Ach nee, ist ja kein Loot hier. Schlagen kann ich auch nicht. Ah! Löse ich von alleine auf. Mal ziehst du Jacke an, mal wieder auf. Ja, hier ist ein Wechsel drin, das ist echt. Das ist mein Karma hier. Dein Karma. Mein du Karma. Ich glaub ja immer Karma. Karma, ja, ja, Mädel. Mädel, Mädels. Karma, Knie. Ich bleib da hinten mit dir. Mach Tür auf. Mach nicht Tür auf. Oh. Gut. Porto. Na klar. Wer hat einen Teddy da? Kannst du mal aufhören, da versteckt Bilder zu machen? Wer ist das? Ich höre auch. Hast du gerade die Ecke fotografiert? Man weiß ja nie, ob irgendein Geist gleich. Ja, genau. Und dann mit der Ecke erschrecken, oder was? Als Hintergrund. Hallo. Hat die diese... Die hat dieselben Klamotten an wie die? Ach. What are you doing here? Ach, die kennen wir! Na klar, in der Story erfährt man aber mehr, was das so auf sich hat, weil die benimmt sich auch komisch. So. So, was wollen wir antworten? Who are you? You're not my friend. I don't know, but... Das Problem ist, es ist gerade eine Demo, ich weiß nicht, ob wir Freunde sind. But we have to get out of here. Nimm mal das Zweite. Come on, follow me. Okay, haben wir das Richtige erwischt. Oh, follow me. Ey, warte auf mich! Hast du gerade ihren Arm fotografiert? Rennt doch nicht so schnell, Mädel! Alter, Lüstling! Bist du sicher, dass die hier lang gelaufen ist? Ich weiß es nicht. Mädel? Er kommt doch vorhin. Ja, weißt du, wie schnell die war, die Alte? Alte! Deswegen heißt auch, komm, follow me und... Oder Katze! Oh, Katze! Katze! Und wenn wir Eis lieben, dann Katzen, ey. Katze? Ich will die fotogene Katze! Katze ist voll geil. Ach was. Ist voll niedlich. Komm, lass da mal ein Whiskers hinschmeißen. Das Einzige, was ich hier lieb hab im Spiel. Auch Einzige, was ich lieb hat in Real Life.
Unsere Katze bringt uns um. Entfolgt die. Nee, ich mag die. Hör auf, mir zu folgen. Ey, du hast einen treuen Begleiter, Hallo. Okay. Man weiß ja nicht, ob die böse ist. Ja, die guckt gerade so komisch. Die läuft so langsam, als ist auf Angriffsposition. Hallo! Den Geist kann man mit dem Handy zum Beispiel töten. Ja, siehst du. War es mit dem? Ne, das war beim anderen Spiel. Das war bei, wie heißt es nochmal? Aber ich kenne so viele Horror-Games, ich kenne. Weiß ich nicht. Frag mich doch sowas. Oh, Alter! Mittel! Ob das dieselbe von gerade ist? Ich geh mal weg. Ich geh mal weg! Ja, es war bei dem Spiel. Nein, es war nicht bei dem Spiel. Alter, wie sind wir jetzt gestorben? Tod durch Fail? Ich hätte auswählen. Ja, ich weiß ja gar nicht, wieso da. Die Tür war zu, ging nicht mehr auf. Foto geschossen, ging. Ach, die Katze, die hat uns zum Beispiel hier mal hingefolgt damals. Aber jetzt ist sie nicht mehr hier, schade. Die Katze ist schwarz, sieht man nicht. Da ist die Katze. Katze. Ich weiß auch nicht, warum die uns bis zum Tode folgt. Die mag uns gerne. Scheiße, ich kann die Bomben. Aber die sieht gar nicht tot aus. Ich meine, guck mal, die ist weiß. Wahrscheinlich ist sie eine Lichtgestalt oder so. Wahrscheinlich ist es ein Engel, der uns beschützt oder so. Das kann natürlich auch sein. Ich bin Schutzengel. Oder jemand, der dir den richtigen Weg weiß. Ja, ganz genau. Oder die einzige Konstante in dem Spiel. Wo ist das? Das finde ich voll geil gemacht. Das ist auch geil gemacht. Nachher ist man hier noch im Friedhof und so. Und da freuen wir jetzt dran. Wo sie so lange suchten, brauchen wir auch nicht mehr, oder? Irgendwann ist es aber gut gewesen. F4 habe ich irgendwie gerade. Das hat mir die gerade die hat Puste genommen. Ja, irgendwie schon. Ja, ein paar Minuten spiele ich noch und dann. Ja. Ich glaube, wäre das. Ich weiß nicht, kann man das doch. Ach! Das Leben war wieder. Geh ins Licht, dann lebst du wieder. Ich glaube, es war so. Das war einfach so als Tutorial-mäßig geplant, dass man hier stirbt. Dass man das halt mal sieht. Man weiß, was kommt und was man macht, wenn man stirbt. Ja. Aber das Spiel sieht schon nicht schlecht aus, oder? Ne, es ist. Besser als die meisten Spiele, die ich kenne. Besser als Quake 4. Ja, was? Weißt du jetzt gar nicht, wo ich hin muss gerade? Ich würde sagen, raus. Was ist das denn hier? Ach du da. Ach, ein Reisig. Alles zu fotografieren? Wenn man schon ein Handy hat mit Foto, dann muss man machen. Ja, ich weiß, aber gleich brauche ich nur noch alles auf Instagram. Wie geht man denn da duschen? Ja, so eine Dusche, was ist das? Das sieht aus wie ein. Das Klo ist schön. Und das sieht aus wie so eine Art Badewanne. Wie geht man da auf Klo? Man setzt sich drauf. Da so sitzt man sich drauf? Ja. Alter, dieses Japaner-Zeug, ey. Ey, besser als die meisten. Die meisten haben da noch so eine Spül... So ein Spülding, das war damals in der Disco, war ich. Ich saß da drauf, auf einmal kommt da irgendwas an meinen Arsch drin, ne? Ich dachte so, what the fuck, was geht da? Die hatten da auch sowas. Das war, glaube ich, sogar Stellwerk. Okay. Aber wie man da jetzt... Was gehört? Wie man da jetzt reingeht, weiß ich nicht. Erstmal ein paar Knochenbrüche, ey. Ach was. Oh, ich muss aufhören damit. Nee, das ist nicht schlimm. Na doch, mich nervt das selber. Ja, hier, guck mal, draußen. Draußen möchte ich nicht. Doch, geh raus! Soll ich denn draußen? Ja, abhauen. Wieder zurücklaufen? Ja, ja, nix nach Hause! Abhauen. Nix abhauen. Oh. Abhauen für Weichei, ja. Ja, du bist auch ein Weichei. Da waren wir ja schon. Ich bin Weichei, ich bin nur der gerade ein Zocken ist. Und du laufst irgendeinen Kack. Ich trau sie nicht zu spielen. Dafür hast du mich doch hierher geholt. Ja, du wolltest mit mir zusammenspielen. Und ich habe mich gefreut. Siehste, du hast dich gefreut, also wolltest du es auch. Ich wollte es auch. Es war keine Vergewaltigung, wir wollten es doch auch. Alter, die Leute nachher denken, was sind wir für euch, ey. Ach was. Oh. Och nö, es ist dieses scheiß Fliegenviech hier. Fliegenviech? Das. Mein Gott, ist nur eine Mücke. Nee, Problem ist, wenn wir rennen wollen und oder sonst irgendwas machen wollen, dann nervt uns das Viech die ganze Zeit. Hält uns nämlich auf. Scheiße. Oh, kurz kratzen. Wir können das ja eben durchspielen, weil es ist nämlich gleich sowieso zu Ende. Ist ja nur eine Demo. Ja, wo ist ja alles irgendwie anders aufgebaut, ne? Ach, nee, doch, da haben wir es raus.
Jetzt hör auf, du scheiß Fliegen-Ding-Ding-Bums. La 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 la, ich lauf hier mal so lang. Da ja. Scheiß Vieh, Alter. Och nö, die lachende Frau. Verdammt. Wow, lachende Frau, das ist so schlimm. Ja, ja, aber die ist echt blöde, die Frau. Boah, ich verliere hier immer meinen Überblick. Mit der Kamerasteuerung ist doch auch kein Sinn mehr. Sie ist in der Nähe. Sie ist in der Nähe. Sie ist in der Nähe, sie ist gerade in der Nähe. Der rote Rand, der verspricht schon viel. Oh, die ist in der Nähe. Ja, die ist wirklich sehr in der Nähe. Ich weiß nur gar nicht, wo ich jetzt gerade hin muss. Das ist das Problem. Alter, guck mal, dieses Fliegenvieh, das ist halt... Oh! Ich meine, yo! Yo! Ah, yo! Ey, scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Jetzt hier gerade irgendwie hin und her. Aber wir hätten ja hier anscheinend hin müssen. Meinst du? Ja, sonst wäre die Frau jetzt nicht da. Die Frau spawnt, glaube ich, einfach irgendwo. Nee, die letzte Mal war die auch genau da. Okay. Jetzt spawnt die zweimal im Ort. Die soll aufhören zu lachen, die Alte. Echt? Was ist denn witzig? Ich glaube, da wurde nur ein super Witz erzählt. Oh, sie kommt näher. Na gut, wenn wir jetzt sterben, dann können wir es ja beenden. Mhm. Für heute. Vielleicht können wir das Spiel ja nächstes Mal weiterzocken, wenn du Bock hast. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Oh, da war sie. Da war sie und sie ist weg. Ich glaube, die lacht, weil die einen super Witz gehört hat. Kommt eine Frau beim Arzt. Habe ich nicht verstanden. Kommt eine Frau beim Arzt? Kommt? Kommt! Ja! Kommen! Voller Flachwitz an. Ich weiß, das ist irgendwie der älteste Witz der Menschheit. Kommt eine Frau beim Kurz Arzt? Kurz nach Fritzchen will was aufheben. Wird auch nicht verstanden. Die Fritzchen hebt was auf, will was finden, 100-Euro-Schein. Die Oma sagt nein, nee. Doch, findet 100-Euro-Schein. Die Oma sagt nein, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Und dann irgendwann fällt die Oma hin und dann fragt die, ja, willst du mich aufheben? Ah, den Witz kenne ich. Den kennt jeder! Ja, klar, kenne ich. Das ist der älteste Witz. Ey, die lachende Frau, ich mich. Oh, Katze! Mietzi. Ey, die folgt uns ja voll. Die Mietzi, die ist treu. Komische Katze. Die lacht wenigstens auch nicht so bescheuert. So, ich dachte gerade, die Frau wäre das, oder wie das Fliegending. Wir haben voll die treuen Begleiter, ey. Erstmal dieses komische Fliegenviech, die Katze, die lachende Frau. Ey, wir sind voll Fame. Ach was, voll die Freundschaftskreis hier. Ich lache mir einen Schlaf. Ja, ich mache mir einen ein. Ich weiß gar nicht gerade, wo ich hin muss. Aber hier eine Karte? Nein, natürlich nicht. Nee. Warum hat man hier keine Karte, ey? Ja, weil es sonst so einfach wäre. Fühlt sich langweilig ohne Karte. Ja, irgendwie schon, weil man die ganze Zeit nur in den Kreis rennt. Wir laufen die ganze Zeit nur hin und her. Was? Hier nochmal ins Haus. Mhm. Aber irgendwo muss es ja weitergehen. Ja. War das so übertrieben spannend gerade? Nicht überhaupt nicht. Das ist voll spannend. Ach, hier. Ach nö, jetzt muss ich Schlüssel finden. Soll ich jetzt hier verdammt nochmal einen Schlüssel finden? Oh! Die lacht also, die Fotze. Sorry. I can't live in this place. You are only one who can get... Ah, sie hat uns den Schlüssel gegeben. Sie sagte, wir sollen jetzt laufen. Ey. Das Fliegending, ne? Ja, ich möchte jetzt weiter. Die lacht nicht, die ist verzweifelt. Ne, die ist verzweifelt. Ja. You have the key? Genau, ich wollte das gerade... Ey, dieses Fliegeding. Alter, hat die keine Fliegenklatsche in der Handtasche? So einfach, wir laufen erstmal hin und her, ey. Freut, wenn man sich sparen könnte. Oh! Ach, der Friedhof. Oh Mann, die arme Tür von Leid, ich will sie ja zurückholen. Oh, die Fliege. Diese Mücke oder was auch immer das ist, ein Moskito, keine Ahnung. Ist eigentlich doch da? Nee. Boah. Wow. Leise hier gerade so. Das kann ich noch mehr, oder?
Nett von. Ich bin so still auf einmal. Normalerweise quatsche ich im Wasserfall. Was ist das denn? Oh, die Kackmücke! Alter! Geht die mir auf die Nüsse. Ich hab die Vollvision ja damals mal gezockt, vor langen Jahren. Aber ich weiß, dass man mit dem auch noch viel Spaß hat, mal später. Mit dem der denn hängt? Genau. Das ist doch nicht der Kerzenkreis aus dem Tod? Oh, ganz ehrlich, diese Mücke, ne? Wie schon gesagt, Fliegenklatsche. Die riecht mich gerade richtig dermaßen auf, weil ich jetzt die Kamera nicht benutzen kann. Ich muss damit die Sachen hier auch anmachen. Oh! Nein, lass aus. Ach, meine Güte. Ich geb's auf. ich geb's auf. Das ist so, nee, ohne, mit der Fliege, das ist so scheiße nervig. Das blöde Kackvieh, ey. Ach, das nervt mich. Ich will die Demo unbedingt beenden. Heute noch. Ja, heute wäre ganz obwohl, ich glaube heute ist vorbei. Morgen noch. Was gleich. Ah, wir müssen die Kerzen an. Oh! Mama! Oh Mama, warum rennt die nicht? Oh Mama! Fliege! Ach ja, die Fliege natürlich. Ganz vergessen. Alter, hau da ab, hau da ab, hau da ab! Ich weiß sogar nicht, wo das Spezende ist. Kommt er hier durch? Oh, er kommt hier durch, Alter, was für ein Penner! Voller Wallhacker! Ja gut. Leben wir jetzt noch, oder? Sind wir jetzt tot oder leben wir noch? Mir ist gerade voll durcheinander hier. Ist ja gleich zu Ende. Das ist nämlich so super nicht spannend. Das ja. Spiel ist ja eigentlich an sich ganz geil, so wie es aussieht, aber... Das hat so ein bisschen was von Silent Hill. Mhm. Aber irgendwie ist das doch nicht so... Ich will dich ja zocken lassen. Da wäre es für dich auch spannender, aber du willst ja nicht zocken. Ja, ich verkack so. Ja. Ausrede pur. Ja. Wieder gleich fertig. Aber außerdem ist seit Cry of Fear gerade irgendwie ein bisschen Luft raus. Ja, Cry of Fear war echt. Das hat gerade einem echt den Rest gegeben. Also echt ein Scheißspiel, ich gesagt, wenn ich tut mir leid, das zu sagen. Ja. Auch wenn viele das nicht so sehen, ist echt ein doofes Spiel. Es ist irgendwie ein geiles Spiel, aber irgendwie ist es auch scheiße. Mhm. Na gut, ich beende mal. Weil ganz ehrlich, diese Fliegenviech, das zerstört uns ja, auch alles. Ja, aber die scheiß Fliegen. Erste LPT-Folge. Wunderschön verkackt. Super gelaufen heute. Mhm. Lass uns mal eben töten. Ja. Nein. Ich werde das glaube ich alles zu einer Folge mal zusammenschneiden, oder? Ja, mal gucken, weil in den Craft 4 Folgen die sind ganz schön lang. Das geht eigentlich in 40 Minuten. Ja. Entweder machen wir da mehrere Folgen draus oder eine riesige Überlänge. Überlänge, ja. Ja. Gut. Ciao. Tschüss.